Der deutsche Luftfahrtpionier Carl Wilhelm Otto Lilienthal gilt als einer der Vorreiter der modernen Luftfahrt. Er studierte eingehend den Flug der Vögel und führte bereits Ende der 1890er Jahre praktische Versuche mit selbstgebauten Hängegleitern durch. Anfang des 20. Jahrhunderts hoben dann die ersten motorgetriebenen Flugzeuge ab und man konnte sodann weite Strecken zurücklegen, so zum Beispiel ganze Atlantiküberquerungen. Warum Flugzeuge fliegen, ist bis heute nicht vollständig geklärt. In Windkanälen, die mithilfe eines Gebläses und eines Verneblers den Luftstrom sichtbar machen, konnte jedoch bereits vieles erörtert werden. Es konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass die Luft über einem Flügel schneller zum Flügelende strömt als die Luft unter ihm. Aber warum? Schauen wir uns zunächst eine wichtige Gesetzmäßigkeit an, die Bernoulli im 18. Jahrhundert aufstellte. Daniel Bernoulli entdeckte, dass der Geschwindigkeitsanstieg einer Flüssigkeit oder eines Gases mit einem Druckabfall einhergeht. Das heißt, dass der Druck über dem Flügel weitaus geringer ist als unter dem Flügel, weil die Luft über dem Flügel viel schneller fließt als unter ihm. So entsteht eine Kraft, die den Flügel und damit natürlich auch das Flugzeug nach oben bewegt. Warum aber bewegt sich die Luft unter dem Flügel langsamer als oben herum? Wenn man sich die Luftströmung eines Flugzeuges anschaut, so stellt man fest, dass sich um die Tragflächen herum verschiedene Wirbel bilden. Die sogenannten Randwirbel sind hier aufgrund des gefärbten Nebels gut zu erkennen. Die Theorie ist nun, dass sich neben Randwirbeln auch ab einer bestimmten Geschwindigkeit ein Wirbel um die Tragfläche bildet. Dieser Wirbel ist die sogenannte Zirkulationsströmung. Sie beschleunigt den Luftstrom über dem Flügel, der hier rot dargestellt ist, und verlangsamt den blau gefärbten Luftstrom unter dem Flügel. Wo aber kommt eine solche Strömung her? Eine Theorie ist, dass beim Anfahren des Flugzeugs ein sogenannter Anfahrwirbel am Ende der Tragfläche entsteht. Aus diesem Grund bildet sich um den Flügel herum ein Ausgleichswirbel in entgegengesetzter Drehrichtung zum Anfahrwirbel. So entsteht schließlich die Zirkulationsströmung. Der Anfahrwirbel bleibt auf dem Boden zurück. Lediglich die Zirkulationsströmung umfließt den Tragflügel stetig und beschleunigt bzw. verlangsamt den Luftstrom über bzw. unter dem Flügel. Wir können entsprechend festhalten, dass eine Theorie besagt, dass sich aufgrund eines Anfahrwirbels eine Zirkulationsströmung bildet, die die oberen Luftmassen beschleunigt, die unteren jedoch verlangsamt. Nach Bernoulli entsteht somit über dem Flügel ein Unterdruck und unter dem Flügel ein Überdruck. Dies führt entsprechend zum Auftrieb. Eine andere Theorie hingegen beruft sich auf die Newtonschen Gesetze. Dabei wird der Auftrieb so erklärt, dass der Flügel Luft nach unten verdrängt. Ein Schlüsselkonzept ist dabei der sogenannte Coanda-Effekt. Hierbei strömt Luft nicht in seiner ursprünglichen Fließrichtung weiter, wenn es zum Beispiel auf einen runden Körper trifft, sondern hat die Tendenz, diesem zu folgen. Dies trifft auch auf den Flügel zu, wobei hier nicht unbedingt die Form des Flügels entscheidend ist, sondern insbesondere der Anstellwinkel, also der Winkel zwischen der Richtung der anströmenden Luft und dem Flügelprofil. Je höher der Anstellwinkel, desto höher der Auftrieb. Bei immer höher werdendem Anstellwinkel reißt die Strömung vom Profil ab und es findet kein Auftrieb mehr statt. Obgleich es noch weitere Theorien gibt, haben wir die zwei sinnvollsten hiermit kurz und bündig erklärt.